Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch meine Disney-Taschenkollektion. Ja, einige von euch haben sich dieses Video gewünscht, dass ich meine Taschen-Rucksack-Kollektion zeige. In diesem Video zeige ich nur die Taschen und die Bauchtaschen, da sonst das Video zu lang wäre. Deswegen zeige ich euch in diesem Video nur meine Taschen und Bauchtaschen, weil die zähle ich auch als Tasche. Und in einem separaten Video, wann es online kommt, weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall noch online kommen, zeige ich euch separat meine ganzen Disney-Rucksäcke. Ich habe die Taschen nach Shops oder nach Marke sortiert und zeige euch jetzt peu à peu meine ganzen Taschen, die ich von Disney habe. Es sind auch noch zwei unterwegs. Ob ich sie behalte, ist eine andere Frage. Ich blende euch gerne mal hier die Bilder ein. Die sind von EMP. Wie gesagt, ob ich sie behalte, weiß ich noch nicht. Und eine Tasche liegt noch in Amerika. Die habe ich auch schon bezahlt. Die liegt da bei Freunden. Wann ich sie bekomme, weiß ich auch nicht. Wenn ich noch ein Bild finde, blende ich euch sie auch gerne noch ein. Genau, also das ist meine Taschenkollektion bis circa, also Ende Juni. Wann ich das Video hochlade, weiß ich auch noch nicht genau. Aber damit ihr Bescheid weißt, ein Zeitrahmen, also Ende Juni 2020. Und vielleicht mache ich dann in ein, zwei Jahren dann noch ein neues Video. So, ich würde sagen, wir beginnen. Kommentiert am Ende des Videos oder zwischendurch, wenn euch sagt, boah geil, die Tasche ist mega. Kommentiert das gerne unten oder am Ende des Videos, welche Tasche euch am besten gefallen hat oder welche ihr auch gerne hättet oder welche eure Lieblingstasche ist. Also kommentiert gerne einfach unten. Ansonsten würde ich mich schon über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann macht das bitte, damit ihr keines meiner weiteren Videos verpasst. So, wir fangen an mit Shop Disney. Davon habe ich einige Handtaschen. Fangen wir mit den ältesten an und mit den eigentlich sehr, mit den speziellsten, würde ich sagen. Die hätte ich auch noch nicht so oft an. Und zwar sind diese Umhänge Plüschtaschen. Die habe ich, glaube ich, also die habe ich relativ am Anfang meiner Zeit in meinen Hauls, also mein Anfangshauls mal gezeigt, dass ich die gekauft habe und ich habe sie immer noch. Irgendwie finde ich sie sehr schade zu verkaufen und ob ich sie dann nochmal anziehe, ich weiß es nicht, aber ich finde sie so süß. Und irgendwie bringe ich es nicht übers Herz, sie zu verkaufen. Was Preise angeht, das weiß ich leider nicht mehr. Bei den meisten Taschen kann ich es euch nicht mehr sagen. Ich kann euch nur die Shops sagen oder wo ich sie gekauft habe. Über Preise können wir hier leider nicht reden. Genau, also das ist die von Shop Disney. Und dazu habe ich dann noch parallel die gleiche in rosa mir bestellt damals. Ich weiß auch nicht, das war so eine Plüschkollektion, da gab es auch noch einen Rucksack zu. Das Problem bei der Rosan ist, die habe ich schon mal, aber das sieht man vielleicht nicht, die habe ich schon mal mit so einer schwarzen Hose getragen und die hat leider ein bisschen abgefärbt. Deswegen ist sie auf der Hinterseite nicht mehr so schön rosarig. Die fusselt auch ein bisschen, fällt mir gerade auf, bleibt an meinen Fingernägeln hängen. Aber ich muss sagen, sie sind schon sehr knuffig. Also wann ich sie nochmal anziehen werde, ich weiß es nicht, aber sie sind schon sehr süß und einfach zu schade irgendwie zu verkaufen. Eine weitere Tasche von Shop Disney, die ich auch schon sehr oft anhatte, ist hier diese Umhängetasche. Da steht Oh Mickey drauf als Sprechblase. Was mir jetzt aber, ich glaube letztes Jahr war das passiert, ist, dass hier an der Seite das rausgerissen ist. Die Shop Disney Taschen sind natürlich nicht die teuersten und deswegen da ist auch die Qualität nicht besonders gut. Aber da ich eine Nähmaschine habe, habe ich mir es einfach nochmal neu eingenäht und jetzt funktioniert sie wieder wie vorher. Und ich finde die auf Bildern richtig cool, wenn man die trägt mit dieser Sprechblase. Das hat irgendwie so einen richtig coolen Effekt. Weiter geht's mit zwei großen Shoppern, die ich habe von Shop Disney. Und dann war es das auch von Shop Disney, was ich habe, glaube ich zumindest. Ich glaube, ich habe noch ein paar Bauchtaschen, aber die mache ich dann als separat, wo ich nur meine Bauchtaschen zeige. Ich bin ja so ein Bauchtaschenfan. Ich weiß, voll 90s, aber ich finde sie so praktisch und irgendwie baue ich zu jedem Look eine Bauchtasche. Also kommen wir erstmal zu den Shoppern. Einmal von letztem Jahr. Dieser Lion King Shopper, der ist riesig. Damit kann man auch umziehen, gefühlt. Hat dieses braune Kunstleder. The Lion King steht hier vorne. Ist halt rausgekommen, als letztes Jahr der Lion King, die Realverfilmung rauskam. Und auch die Jungle Festival in Disneyland Paris. Genau, hier innen drin ist nichts Besonderes. So ein Streifenmuster mit diesem, also so wie hier. So eine kleine Innentasche drin. Und so sieht das Muster auch innen drin aus. Finde ich ganz nett. Wie gesagt, passt zum Lion King. Die ist auch riesig. Ich hatte sie jetzt schon ein paar Mal an, aber bei so vielen Taschen kann man sich gar nicht entscheiden, was man tragen soll, oder? Was sagt ihr dazu?
Ja, und vor kurzem ist eine sehr schöne Tasche dazu gekommen. Habe ich auch in meinem Haul gezeigt. Wenn euch die Hauls interessieren, verlinke ich gerne mal die Playlist oben bei dem i. Da könnt ihr euch das angucken. Da werdet ihr auch sehen, ob ich die Taschen, die ich am Anfang gezeigt habe von EMP als Bild, ob ich sie behalte oder nicht, weil dann werde ich sie in meinem Haul zeigen. Eine weitere Tasche, die ich mir gekauft habe bei Shop Disney, ist diese super schöne korallfarbene Tinkerbell-Tasche. Ich mag diese Details. Hier steht Tink, hier ist die kleine Tinkerbell drauf, die goldenen Henkel. Die Farbe ist ein Traum für den Sommer. Dazu habe ich ja den passenden Pullover und auch das Innenfutter oder Innenmuster ist super schön. Dieses florale Muster mit Tinkerbell. Also die muss ich sagen, liebe ich wirklich sehr. Dann machen wir weiter mit einer Tasche von Kith Kitson. Von der habe ich auch nur eine Tasche, deswegen zeige ich sie euch jetzt schnell. Aber die Marke macht sehr viele Disney-Taschen. Ich glaube, die hatten auch Dschungelbuch, Bambi und weiß ja gar ja was für Kollektion. Ich habe aber eine mit Mickey und Minnie. Es ist auch eine Umhängetasche, aber eine sehr große Umhängetasche. Im floralen Muster finde ich auch super schön. Die ist aus Stoff, das heißt, man kann sie auch einfach in die Waschmaschine schmeißen. Was ich sehr gerne mache mit so Stofftaschen. Wenn sie dreckig werden, vor allem so helle. Und ihr seht einfach, das ist Mickey und Minnie mit so rosa Blumen. Und ich muss sagen, ich habe die schon auch sehr lange. Und ich liebe sie auch wirklich sehr, obwohl ich sie noch gar nicht, letzter Zeit gar nicht mehr so oft getragen habe. Aber irgendwie, ich habe mir jetzt auch vorgenommen, die Aktion zu nutzen und alle Taschen zu fotografieren und dann auf die Boxen zu kleben, wo ich sie lagere. Weil ich habe so einmal so IKEA-Boxen aus Stoff, aber auch so große Plastikboxen. Und da werde ich dann jeweils die Rucksäcke und die Taschen sortieren, Fotos machen, aussortieren auch. Und dann weiß ich, was drin ist. Und dann kann man sie vielleicht, dann vergesse ich auch keine Tasche und weiß, oder kann mir dann leichter aussuchen, welche ich dann trage. Machen wir weiter mit Codello. Codello ist ja eigentlich die Disney, also nicht die Disney-Schalmarke, aber die haben jetzt schon sehr viele Kollektionen rausgebracht mit Disney-Schals, also so Tüchern etc. pp. Und manchmal haben sie auch Handtaschen und davon habe ich jetzt auch zwei Modelle. Und zwar einmal diese Umhängetasche. Dazu habe ich auch den passenden Schal mir gekauft. Finde ich auch super schön. Wie gesagt, Umhängetasche mit Mickey und Minnie in internationalen Look. Ihr seht hier den Eiffelturm. Was haben wir denn noch? Oh, das ist jetzt, also auf dem Schal sind noch andere Länder vertreten, aber hier auf der Tasche ist es jetzt nur Frankreich. Wie gesagt, auf dem Schal sind es mehrere Länder. Und die zweite Tasche von Codello, die ich habe, die ist auch riesig. Die habe ich oft immer im Urlaub mit dabei für den Strand oder so. Ist diese Jeanstasche. Die habe ich auch schon ewig. Die kann man auch sehr gut in die Waschmaschine schmeißen, weil sie nur aus Stoff ist. Klar, die Henkel sind, ich glaube, aus Kunstleder. Aber bisher hat es der Tasche nicht wehgetan. Da ich sie ja immer am Strand mitnehme und so wird es halt auch mal dreckig. Und hier sind so kleine Details vorne, Mickey, so marine Details, Mickey, Sterne, this is the life, this is the life. Komischer Satz. Hier nochmal so eine Mickey. Genau, also die ist halt auch sehr groß, benutze ich jetzt nicht im Privaten, so wenn ich shoppen gehe oder so oder auf der Straße, sondern eher so im Urlaub, am Strand. Genau, da finde ich sie eigentlich ganz gut, weil man sie auch sehr klein in den Koffer packen kann und dann mitnehmen kann. Bleiben wir auch direkt bei Strandtaschen. Da habe ich noch eine weitere von Zara, habe ich mal gekauft. Und zwar hier diese Daisy Donald Bundeswehr-Look-Tasche. Ist einfach auch eine Stofftasche und ja, also perfekt für den Strand. Oder wenn man mal einkaufen geht, kann man sie auch sehr gut einpacken, weil man sie auch so gut zusammenfalten kann. Und im Auto oder so liegen lassen kann oder in der Handtasche, damit man immer eine wiederverwertbare Tasche hat und nicht immer diese Plastiktaschen kaufen muss. Hat ja auch einen Vorteil. Dann bleiben wir bei diesen komischen Stofftaschen. Vittel oder nee, Volvic war das, hatte letztes Jahr eine Turmbeutel-Aktion, wenn man irgendwie zwei Packungen Sixpacks gekauft hat von dieser Lion King-Edition, hat man einen Turmbeutel gratis bekommen, der auch personalisiert ist. Und da zwar steht bei mir hier Moni Maus drauf für meinen YouTube-Kanal. Ich hatte den jetzt einmal in Kroatien dabei für ein Bild. Ist jetzt auch nicht der größte Rucksack, aber ist gratis oder Rucksack, Turmbeutel. Gratis finde ich ihn ganz süß mit den Charakteren. Hier natürlich macht man noch Werbung für Volvic. Aber ja, kann man nicht sagen. Machen wir weiter mit meiner Bauchtaschenkollektion. Ich glaube, einige haben noch nicht mal so viele Taschen, wie ich Bauchtaschen habe. Aber irgendwie, keine Ahnung, haben sie mir sehr angetan. Ich liebe sie im Parks anzuziehen oder im Urlaub. Und zwar einmal die erste vom Primark im König der Löwen Design, in Braun, passend zur
Lion King and Jungle Book Season. Im Disneyland Paris trage ich die dann sehr gerne, weil es sehr gut zu den Outfits passt. Dann eine weitere aus dem Primark ist, und zwar ist hier die, die ist sehr groß, da passt sehr viel rein. Hat so ein bisschen Gangster-Look mit der Mickey vorne drauf und da steht Mickey Mouse drauf. Und ja, hier die Verschlüsse sind auch aus, mit Mickey. Ich habe sehr viele Bauchtaschen vom Primark, ich finde das ganz gut, die sind günstig. Und wenn sie dann mal kaputt gehen, ist das auch nicht so wild. Eine weitere Bauchtasche passend zur Lion King Season, die hatte ich aber leider noch nicht an, da ich sie letztes Jahr noch nicht hatte und dieses Jahr die Lion King Season bisher noch nicht stattgefunden hat, wenn ich das Video aufnehme. Wenn ich es hochlade, kann es sein, dass das Disney schon aufmacht. Genau, also eine weitere Leo-Tasche mit Minimaus drauf, auch aus dem Primark. Die war sogar im Sale. Ich glaube für 4 Euro oder so, wenn ich mich nicht wenn ich mich recht erinnere. Und die sieht auch richtig cool aus. Dann eine weitere aus dem Primark. Die ist aber auch schon ein bisschen älter und abgenutzt. Oh, mit Haut eingequetscht. Ist diese Bauchtasche, die hat ja auch schon super oft an, passt auch sehr viel rein. Und das sieht man ja auch an, dass sie schon sehr oft benutzt wurde. Aber ist auch eine richtig coole Bauchtasche. Dann bleiben wir noch bei Primark. Das ist einmal hier. Das ist zwar keine Bauchtasche, ist eher so eine Umhängetasche, aber die man auch so vor der Brust trägt. Und ja, ist die hier von Primark. Hat eine Mickey vorne drauf, hat hier so eine große Mickey, das gehört nicht dazu. Das ist hier ein Karabinerhaken für meine Maske gewesen, weil ich sie letztes Mal im Park dabei hatte. Und ja, und kurz steht auch mal Mickey raus. Das waren jetzt die Bauchtaschen vom Primark. Dann habe ich noch eine von Shop Disney. Die liebe ich auch sehr, weil die sehr flach ist und man die dann im Winter gut tragen kann unter Pullovern und sie nicht aufträgt. Das ist hier die. Ist einmal eine schwarze Bauchtasche. Ich habe sehr viele schwarze Bauchtaschen, ich weiß. Mit Mickey-Köpfen drauf. Huch, mit verschiedenen Mickey-Gesichtern. Und meine letzte Bauchtasche, ja, ist von Loungefly. Die habe ich mir bei EMP mal gekauft. Ist die hier, ist etwas teurere Bauchtasche, also die von Loungefly. Die Taschen sind halt generell etwas teurer. Und ja, so sieht sie aus. In diesem Weinrot finde ich ganz schön und mit den Minimausohren hier. Also wirklich eine sehr, sehr schicke und stylische Bauchtasche. Was haltet ihr eigentlich von Bauchtaschen? Also ich muss sagen, ich finde sie super praktisch. Ich weiß, das habe ich schon mal gefragt. Aber manchmal stehe ich so alleine da mit meiner Bauchtaschenliebe. Und alle anderen belächeln mich immer. Aber ich liebe Bauchtaschen. So, bleiben wir gerade bei Primark, wenn wir eben schon dabei waren. Habe ich auch noch einige Umhängetaschen. Also einige, 3 Stück. Einmal diese Minimaus-Umhängetasche in Rot. Davon hatte ich auch mal die Mickey-Version, die habe ich aber verkauft mittlerweile, weil ich habe so viele Mickey-Taschen. Ihr seht gleich noch eine von Primark und dann noch eine andere. Also Mickey-Taschen habe ich wirklich genug. Dann habe ich die Mickey verkauft und nur noch die Mini behalten. Was ich auch praktisch finde, die hat auch 2 Reißverschlussfächer. Und genau, die ist ganz süß. Dann, ich weiß nicht, warum ich die noch behalte. Für ein Ariel-Bound. Also, das ist meine Idee. Ich mache irgendwann mal ein Ariel-Bound. Dann brauche ich dafür eine Tasche und dafür behalte ich sie. Die ist halt aus dem Primark, war günstig. Aber ich würde sie jetzt nie im Alltag anziehen oder im Park. Nur, wie gesagt, wenn ich mal ein Ariel-Bound machen würde. Und als letztes aus dem Primark, wie eben gesagt, die Mickey-Tasche. Ich sage, Taschen sind alle offen. Das ist so eine doofe Angewohnheit. So, das ist die Mickey-Tasche aus dem Primark. Und ich muss sagen, die liebe ich wirklich sehr. Die ist richtig cool. Der Style von dieser Tasche mit Mickey, mit der Sonnenbrille, finde ich richtig geil. Und die zählt auch zu einer meiner Lieblingstaschen, muss ich sagen, obwohl ich sehr viele Taschen sehr, sehr gerne habe. Aber die finde ich richtig cool. Dann eine weitere Mickey-Tasche. Die habe ich bei EMP gekauft. Welche Marke das ist, das kann ich nicht. Cerda oder so. Mit C. Also, was das für eine Marke ist, weiß ich jetzt nicht genau, kenne ich nicht, aber die habe ich bei EMP auch gekauft. Die war dann damals im Sale und fand ich eigentlich auch ganz süß für einen Mickey-Bound oder so, mit wenn man ein Mickey-Outfit anhat. Ja, aber das ist jetzt halt so eine, im Prinzip eigentlich so eine No-Name-Tasche. Machen wir weiter mit den einzelnen Taschen, also von einer Marke. Und zwar habe ich noch eine Tasche von Danielle Nicole. Eine weitere liegt in den USA.
Auf die freue ich mich schon sehr. Das ist die einzige Danielle Nicole Tasche, die ich hier habe, mit Pocahontas. Die habe ich mir bei QVC gekauft, war auch im Sale. Und die habe ich mir gekauft, da ich als Pocahontas-Bound gemacht habe. Und die wirklich sehr, sehr schön ist. Die ist auch sehr kompakt, passt einiges rein. Und sie ist wirklich sehr, sehr schön. Ich mag sie auch sehr gerne, obwohl ich sie bisher nur einmal anhatte. Aber bei so vielen Taschen ist es ganz schön schwer, die irgendwie zu wechseln. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan, der gerne Taschen wechselt. Aber Hauptsache, man hat sie, ne? Kommen wir zu Spectrum Collection oder Spectrum. Das ist eigentlich eine Make-up-Pinselmarke aus England. Aber wenn man bei den Pinsel kauft, werden sie in Taschen verschickt, die man auch im Alltag tragen kann. Eine davon, ich finde schon allein ihre Stoffbeutel so schön. So. Eine davon ist, ach, ich liebe sie, diese Klatsch. Klatsch, da war ein Pinsel, glaube ich, dabei, aber das war, also ich habe mir die wirklich nur wegen der Tasche gekauft, nicht wegen dem Pinsel, weil allein dieser Griff, dieser goldene Mickey-Griff, und dann, die kann man dann auch hier so halten, und oh, ich liebe diese Tasche, die ist wirklich der Knaller, die gab es zu Mickeys 90. Geburtstag, und da habe ich mir noch eine weitere Tasche gekauft, und zwar eine Bauchtasche, jetzt ist ein bisschen durcheinander, weil ich ja eben alle Bauchtaschen gezeigt habe, aber irgendwie egal. Bleiben wir bei Spectrum Collection. Und zwar einmal die Bauchtasche oder Taillentasche, weil Bauch, also bei meiner Hüfte ist ein bisschen eng. Aber die ist wirklich auch sehr, sehr schön. Vorne mit den Händen von Mickey. Der Mickey-Kopf. Hier ist auch nochmal, hängt ein Mickey dran. Und auch wirklich eine sehr, sehr schöne Tasche. Hier waren, glaube ich, oder war hier ein Pinsel dabei. Und bei der anderen Kollektion war, glaube ich, so ein ganzes Pinselset dabei, aber ich habe es mir nicht wegen dem Pinsel gekauft, sondern wegen der Handtasche, aber Make-up-Pinsel kann man ja nie genug haben. Und eine weitere Tasche, die habe ich aber bei Zalando bestellt, weil bei Zalando gibt es nämlich auch Spectrum-Sachen, ist diese roséfarbene Minimaus-Tasche, auch von Spectrum. Ihr seht, die hat leider etwas gelitten. Und zwar war ich im Europapark, jetzt zur Corona-Zeit, habe mir die Hände desinfiziert und irgendwie ist da Desinfektionsmittel drauf gespritzt und hat die schwarze Farbe irgendwie weggeätzt. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme, ob ich das irgendwie drüber male, zum Schuster gehe. Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr ja Tipps, wie ich das wieder schwarz kriege. Ansonsten, da war auch ein Make-up-Pinsel-Set dabei bei Zalando. Die habe ich auch Debbie gekauft, also geschenkt. Zum Geburtstag war das, glaube ich. Und also ich liebe sie wirklich sehr. Ich finde sie wunderschön. Ist halt jetzt schade, das mit dem Desinfektionsmittel. Hat eigentlich einer von euch mitgezählt, wie viele Taschen es sind? Das sind übrigens nur meine Disney-Taschen. Ich habe auch keine Disney-Taschen. Ja, die zeige ich jetzt aber nicht, weil ihr wolltet ja hauptsächlich meine Disney-Taschen sehen. Aber ihr könnt ja mal nochmal mitzählen oder ihr habt von Anfang an mitgezählt. Und am Ende verrate ich dann euch nochmal die Zahl, wie viel es wirklich sind. Machen wir weiter mit Aldo. Aldo ist ja diese Schuhfirma-Marke, die auch teilweise, also immer mal wieder Disney-Kollektionen rausbringt. Und zwar einmal, die hatte ich, glaube ich, bisher einmal an, leider. Ich habe die auch, muss ich sagen, etwas vergessen in meiner Box, dass ich sie habe, ist diese schöne schwarze Minimaus-Tasche. Die hat hier eine Minimaus drauf, hat hier einen kleinen Anhänger mit Mickey-Form. Hinten steht Disney Aldo drauf, kann man sich auch umhängen. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Tasche und irgendwie ist sie leider in Vergessenheit geraten bei mir. Das wird aber demnächst anders sein. Ich werde sie jetzt öfter mal wieder ausführen, weil ich sie wirklich sehr, sehr schön finde. Dann vor kurzem gab es die Cinderella-Kollektion. Da habe ich mir auch zwei Taschen gekauft, auch vor kurzem im Haul gezeigt. Und zwar einmal hier diese blaue Cinderella-Tasche. Passt super zu einem Bound als Cinderella. Hier der Schuh von Cinderella. Hier drin ist auch so eine Innentasche, weil die ist ja durchsichtig, die Tasche. Da steht Cinderella drauf. Und ja, also wirklich auch sehr schön. Kann man sich auch umhängen. Und die letzte Tasche, obwohl man das eigentlich nicht als Tasche also betiteln kann, ist dieses Buch. Das ist wirklich eine Umhängetasche, kann man sich umhängen. Aber wenn man das aufmacht, da passt vielleicht ein 10-Euro-Schein rein und ein Personalausweis. Schlüssel wird schon schwierig und Handy auch. Also es ist eigentlich nur eine Dekotasche, aber ich finde sie trotzdem wunderschön. Ich muss mal umdrehen, sonst müsst ihr auf dem Kopf lesen. Da steht halt, oh. Ja,
Jetzt könnt ihr euch wirklich um den Kopf drehen. Das ist jetzt Walt Disney Cinderella drauf und da sind die Mäuse drauf und Cinderella und die gute Fee. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Tasche und hinten ist es, also sieht aus wie ein Buch. Und ich weiß nicht, ob ich sie jemals ausführen werde oder halt nur so für Fotos oder im Disneyland mal als Deko. Aber ich bin schon froh, sie zu haben, weil sie auch sehr schnell ausverkauft war. Also ich habe noch zwei Marken, die ich euch vorstelle, die von Taschen, die ich hier habe. Einmal Obag und einmal Loungefly. Loungefly mache ich zum Schluss, weil es eigentlich auch die bekannteste Disney-Marke ist. Also machen wir weiter mit Obag. Obag ist, glaube ich, eine italienische Marke, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir hatten jetzt einen Laden hier in Koblenz und auch in Bonn. Ich glaube, der in Bonn hat schon geschlossen und der in Koblenz wird auch demnächst schließen, was ich sehr schade finde. Aber die hatten auch zwei Disney-Kollektionen, soweit ich mich erinnere. Und ich habe beide Male zugeschlagen. Ja. Und zwar einmal, oder sogar drei Kollektionen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist bei. Zu viel geredet. Also ist es so bei Obag, man sucht sich im Prinzip jeden Komponenten aus. Und zahlt dann für jeden separat. Das heißt, man kann sich das Band selbst aussuchen, welchen einen gefällt, den Schließmechanismus selbst aussuchen, die Farbe der Tasche im Prinzip. Ich habe mich jetzt bei der Tasche für schwarz entschieden. Ich mag die Kombi mit diesem rosa-schwarz, weil Mini ja auch schwarz ist. Den Verschluss, das habe ich hier so zum Drehen. Es gibt auch Magnetverschlüsse, aber ich finde diesen zum Drehen einfach praktischer. Und dann habe ich mich einfach für ein ganz normales schwarzes Silberband entschieden. Also das ist meine erste Umhängetasche von Obag. Viele sagen dazu auch so Plastiktaschen, weil die wirklich aus Plastik sind. Also im härteren Plastik. Oh, und dann die zweite Umhängetasche, die ich habe, ist die hier. Hier seht ihr, habe ich den Körper. Oh, die ist aber auch schon sehr abgenutzt. Sieht man hier. Den Körper habe ich in Weiß mir ausgesucht. Ich war letztens damit im Rapsfeld. Das kann natürlich sein, dass es deswegen abgefärbt ist. Also weißer Körper, dann die gelbe Mini-Dings, Bums, gab es in verschiedenen Farben. Dann hier ist dieser Magnetverschluss, von dem ich eben erzählt habe. Und einen weiß-silbernen Gurt. Was mich bei dem ein bisschen stört, ist, dass er so kurz ist und dass man sie kaum also umhängt. Also ich mag das nicht so gerne, sondern ich hänge die gerne so um. Dann ist sie sehr relativ kurz, was ich ein bisschen bemängel. Das ist bei diesem schwarzen Gurt besser. Aber gut, es gab diesen Kettengurt nicht in länger, leider. Aber ich mag sie trotzdem sehr. Dann habe ich mir noch, ups, einmal diesen Kosmetikbeutel gekauft bei Obag. Der ist aus Leder. Ob es Kunst, ich glaube, es ist Kunstleder. Echtes Leder ist es, glaube ich, nicht. Habe ich bisher auch noch nicht benutzt. Müsste ich mal in meine Tasche packen. Aber ist auch ganz süß. Hat so einen Mickey-Kopf. Und dann habe ich noch zwei große Handtaschen von Obag mir gekauft. Da habe ich mir auch, wie gesagt, einmal. Oh, das ist, war, glaube ich, aus der ersten Kollektion, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar, es ist die Minnie-Maus-Tasche mit dem weißen Körper. Die gab es auch noch mit schwarzem und in rot. Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt nur die in weiß. Mit schwarzem Henkel. Und man kann auch die Innentasche, die sich dann aussuchen, das Innenfutter. Und ich habe mich hier einfach für schwarz entschieden. Also, ich wollte einfach schwarz, weil ich finde die Kombo schwarz-weiß eigentlich ganz klar. Ups, ganz classy. Passt zu vielem und ist halt auch aus Plastik. Aber dafür kann man sie auch sehr gut reinigen. Und die zweite Obag, die ich habe, das war aus der zweiten Kollektion dann, ist die hier in schwarz-rot. Da dachte ich auch, die Kombo passt ganz gut, kann man auch gut im Winter tragen. Und zwar hat es einmal nur die Mickey ausgeschnitten und hatte diese Innenfuttertaschen auch im Disney-Design. Deswegen blitzt es dann hier so ein bisschen durch. Man hätte auch eine einfarbige Innentasche auswählen können und dann hätte man halt eine rote Mickey oder so gehabt, also eine einfarbige. Ich habe mich dann für rote Kurzhenkel entschieden. Ich kann sie zwar auch so machen, aber es ist ganz schön eng. Deswegen kann man sie eigentlich nur so tragen. Bei der weißen, mit den schwarzen Henkel ist es besser, weil die größer sind und ich sie dann besser so über die Schulter nehmen kann. Bei der ist es ein bisschen eng, vor allem wenn man eine Jacke oder so trägt. Aber ich liebe beide O-Bag-Taschen sehr und ich finde es wirklich schade, dass die Läden zumachen und wahrscheinlich auch keine neue Disney-Kollektion kommt. Aber es ist wahrscheinlich besser für meinen Geldbeutel. So, kommen wir zu meinen letzten paar Taschen von Loungefly. Loungefly ist ja eigentlich die Disney-Taschen-Rucksack-Marke. Ich habe auch sehr viele Rucksäcke, aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Verlinke ich euch übrigens noch bei dem i.
Wenn das Video online ist. Ja, also zwei Umhängetaschen habe ich und zwei Bauchtaschen, Gürteltaschen heißen die eigentlich. Einmal die Umhängetasche in rosa-schwarz mit Mini- und Blumendesign. Liebe ich auch sehr. Dieses Muster und dieses Design ist wirklich wunderschön. Die habe ich übrigens auch von Shop Disney. Also hätte sie auch eigentlich zu Shop Disney, in die Shop Disney Abteilung. Hätte ich auch da zeigen können, aber da sie ja eine Eigenmarke ist von Loungefly, habe ich sie jetzt gerade am Ende gezeigt. Also die liebe ich wirklich sehr. Eine weitere Umhängetasche von Loungefly, einmal in Grau, relativ ähnliches Design wie vorher, ein Ticken größer, mit Mini-Grau-Blümchen, Rot-Weiß. Bisschen schlichter, passt auch zu mehr Sachen, auch ein sehr großer Henkel und ich finde die Größe eigentlich echt perfekt. Und dann die zwei besagten Gürteltaschen, die habe ich aus Amerika. Oder? Ne, die gab es auch hier. Bei Shop Disney in Deutschland gab es die auch, als die Bronze-Kollektion rausgekommen ist. Und zwar einmal hier die macht man eigentlich an einen Gürtel hier und ja, ist dann an der Hose dran, was ich wirklich praktisch finde. Das ist so ähnlich wie eine Bauchtasche, aber wirklich super süß, passt auch zu meinen Ohren heute übrigens. und die zweite, die ich habe, die ist dann aber aus Amerika, ist diese Mini-Version, auch als Gürteltasche. Man kann sie auch theoretisch so tragen, aber wenn man unterwegs ist im Park oder so, ist das ein bisschen unpraktisch. Aber ich liebe diese Variante dieser Taschen auch beide, muss ich sagen, auch lieber als die Rucksäcke, weil die Rucksäcke von Loungefly, die generellen Rucksäcke, sind mir ein Ticken zu klein für den Park, fürs Disneyland. Deswegen hätte ich lieber gern hier die, also dass die auch nach Disneyland Paris kommen oder nach Deutschland, weil man dann die tragen kann, plus dann halt einen großen Rucksack und nicht alles in den Kleinen quetschen muss oder irgendwas im Hotel lassen muss, weil ich habe ja immer Angst, irgendwie was zu vergessen, zu verhungern, zu verdursten. Braucht mein zweites Outfit, also ich brauche mal eine ganze Reisetasche gefühlt im Disneyland Paris, genau. Also das waren meine letzten zwei Taschen aus meiner Taschenkollektion. Jetzt zähle ich mal nach und sage euch dann, wie viele Taschen es am Ende sind von Disney. Und dann verabschiede ich mich noch bei euch. Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, plus die ganzen Bauchtaschen, obwohl ich die jetzt eigentlich nicht als Bauchtasche zählen würde, das ist eigentlich so, ja, ich habe es jetzt mitgezählt, ist ja auch egal. Also es sind 37 Stück gewesen, die ich jetzt hier euch vorgestellt habe. Wie gesagt, kommentiert mir gerne unten, welches Modell euch am besten gefallen hat, welches ihr vielleicht gerne auch hättet. Oder andere Videovorschläge, die ihr noch gern sehen würdet. Andere Disney-Kollektionen, also das Rucksack-Video mache ich auf jeden Fall noch. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.